Herzlich willkommen zurück im, nicht Arkham Asylum, Ike. Ritter. Nein, wir sind in Gotham, Ike, weißt du doch. Nur leider ein bisschen kaputt und überfordert von Gegnern. Ja, ja, wegen dieser ganzen Scarecrow-Geschichte. Wie war es doch mal? Wie viele Unsen ist, oder Gramm hat er nochmal gebraucht, um dieses ganze Diner durchdrehen zu lassen? Ja, und er will das ja, hat man ja gesehen. Und wenn man denkt, dass das die ganze Stadt ist, dann ist das klar, dass die ganze Stadt dann entvölkert, beziehungsweise evakuiert wurde. Na gut, aber erst Training abschließen. Müssen wir ein Training abschließen. Ein kurzes. Weapon Energy System Diagnostic Test online. Stage 1. Destroy targets to charge up weapon energy and activate missile barrage. Cool. Ah, die Panzer. Mit seinen Waffen trainieren muss, die er selber baut. Ja. Ja, das ist noch ganz einfach. Boom! Yay! This is my special ability. I am rich. Jetzt heißt es mehrere Tage auf einmal. Erstmal aufflammen. Wir müssen erstmal. Wie war es nochmal? Wir können auch drauf schießen auf die Türme. Das ist auch ein schöner Effekt, aber ist natürlich nicht ganz so effektiv, wie man sehen kann, nicht wahr? Natürlich. Ja, auch aufs Lernen. Es gibt uns später natürlich auch die Möglichkeit, hier das zu verbessern. Die, so, jetzt aber. So, wo sind hier mehrere auf einmal? So. Ein bisschen zurück. Wir wollen ja alle schön ein Bild haben, nicht wahr? Bum, 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 bum. Wunderhübsch. Ich möchte nicht mit Batman für ein Silvester feiern. Treffer. Schöpfen ja, lade das Gewehr auf. Ah. Das heißt, es ist mit ein bisschen Beschuss. Aber keine große Sache. Glück wird ja immer angezeigt. Obwohl, ich glaube, auf den schwierigen. Ist auf den schwierigen. Hohen Schwierigkeit sind die auch angezeigt, diese Linien, wo die langballern, Eike? Muss ja eigentlich. Nein. Weil bei mehreren ist es ja komplett. Wäre es ja total verrückt. Müssen wir ja gar nicht, wo man hinschießen sollte. So, jetzt aber. Ja, keine Sorge, Leute, das sind keine Menschen, die sind unbemannt. Ja, und Poison Geily, Harley hat so ein Problem, so, was macht der da? Poison Ivy, Mann. Wie heißt du nochmal mit echten Namen? Batman, Pamela irgendwas. I'm heading there now. Nicht die Truppe Thronpanzer, die Vanessa Studios. Ah. Fühlst du ja eigentlich, dass Gordon in dieser in der Original ganz schön alt klingt, nicht wahr, Eike? Ah, die Vanessa Studios. Wo so Klassiker gedreht worden wie Of the Dings mit Basil. Wie hieß er nochmal? Basil Karloff. Und wie heißt. AKA? Na, wie heißt Basil Karloff auch, Eike? Na? Clayface. Du weißt doch, du hast doch die alte Serie auch gesehen, oder nicht? Ja. Weißt du, er hat diesen experimentellen Schleim. Ja, experimentellen Gesichtsschleim da ins Gesicht geschmiert. Damit er jünger aussieht. Damit er jünger aussieht und Rollen bekommt und dadurch wurde. Ups, das hat nur eine Nebenwirkung, da wurde er dann zu Clayface, weißt du doch? Nachdem sie ihn damit übergossen haben. Ja. Nein, nicht zu viel! Zu viel, nein! Oh, ich bin Clayface! The tanks have been dealt with. Thank God. Cool. Let's hope they were the last. Don't count. Nein, noch lange nicht. I need the isolation chamber prepped at the GCPD lockup. I'm bringing in Ivy. Ivy Icy, so heißt sie, glaube ich, in echt. Ist sie auch die echte Name, ja? Du kannst in der Charakterbio nachgucken. Stimmt, das haben wir ja letzten Folge gemacht. Wartet mal, können wir mal kurz nachsehen. Pamela Icy, genau, so heißt sie. Habe ich doch gesagt. Pamela irgendwas. Pamela Lillian Icy. Lillian. Lillian Icy. Soll ich von Aussehen? Du hast ja gesagt, Triss aus Witcher 2. Witcher 2, ne? Ja, absolut. Hat sich aber ganz schön geändert von Charakteraussehen hier, von Asylum her. Naja, gut, ein bisschen realistischer, aber es ist ja auch schließlich das letzte Spiel in der Arkham, da muss man auch ein bisschen hochdrehen, nicht wahr? Das ist wie bei. Und es endet wie der dritte Film von Nolan. Ja, genau, und jetzt hast du gespoilert. Oh ja, bring her doch. Stimmt ja, weil hier. Das GCPD hier quasi die einzige Hochburg ist, wo noch, ja,
Gerechtigkeit gemacht wird, weil außerhalb ist ja Anarchie ausgebrochen. Das Ding ist gepanzert wie die Hölle. Es ist der Tumbler. Das ist kein Wunder. Ich meine das Gebäude. Das auch. Und den Tumbler mag ich nicht. Nicht schießt, das ist Batman! Das schießt du mal. Ach, geht nicht. Ja. Sie sahen verdächtig aus. Sie sahen verdächtig aus wie Polizist. Ich glaube, die waren korrupt, genau. Ich dachte eigentlich immer früher. Any progress with the fear toxin analysis? Und jeder sieht ihr Gesicht. Warum redet er mit der Tochter von Gordon? Who taught you to drive? Mein Butler. Wer hat ihm das Fahren beigebracht? Weiß ich nicht. Das haben mir Ninjas beigebracht in Tibet. Und alle so, oh wow, Poison Ivy. Und ihre Brüste wackeln. Scarecrow's gonna break you, Batman. Honestly, why do you even bother with these meat sacks? Civil unrest? There's a war on the streets. We don't have the manpower or the equipment. Tschüss, ist total überfordert. Ivy, that's one less thing to worry about. Is the isolation chamber ready? Glad you're putting it to good use. Ah, das ist Dingskirch. Wie hieß er nochmal? Clash. Weiß schon. Ein Arm. Yep. Ein Hand. Also ganz ehrlich. You feel safer now that I'm all locked out. Oh yeah. Nein, aber ist gut zu wissen, wo du bist. Erstmal für später. Ja. Ja, ja. Okay, ich glaube, ich klinge jetzt wie ein Weirdo, aber sie ist schon erotisch, nicht wahr? Sie ist schon anziehend. Soll sie auch sein. Ja. Das hat wohl auch Rede damit... mit Poison Ivy. Oh. Die Hand. Still, if it makes you feel safer, I'll indulge the fantasy. For now. Why do you waste your time helping these pathetic creatures? So primitive compared to plant consciousness. Ja, sie ist ein Pflanzenfan. Ja, die haben das... die Femme Fatale schon ganz gut hingekriegt. Ja, wo ich damals, als die Animated Series, also die Zeichentrickserie lief, dachte ich immer... Ne? Da dachte ich immer, oh, das ist übrigens ein Hinweis auf ein DLC, der Harley-DLC. Ja. Wo man dann, muss man dann quasi außerhalb der Handlung des Spiels, muss man dann als Harley Quinn hier sie befreien aus den anderen Polizeirevier. Naja, du bist ja auch kein Mensch, du bist ein Subhuman. Obwohl, nee, Quatsch, das ist Marvel, ne? Genau. Mutant. Ja, ja, so ein Mutant. Obwohl, nein, eigentlich, das darf man doch nicht sagen. Das ist halt Disney. Nein, das ist Copyright bei, nicht Disney, das ist Copyright bei Fox. Weil die haben doch X-Men, weißt du noch? Die sollen das Maul halten. Ja, und deswegen darf ja keiner Mutant sagen, auch bei Marvel nicht. Deswegen heißt es Inhumans, oder wie heißt das nochmal bei Avengers 2? Avengers Begabte, oder so. Aha. Reden wir erstmal mit Cash. Tango! Kann man seinen Arm sehen? Ja, da. Neuer Tatsache. Ja, es ist Hank Cash aus... Heißt der Hank Cash? Ja, genau. Hank Cash aus Asylum. Du weißt schon, mit Anker gibt es eine Hand von Killer Croc, genau. Den wir auch nochmal treffen werden. Und da können wir nochmal sehen, hier ein paar ungelöster Mord. Oh, ja. Und hier ist übrigens ein erstes... Kann man das schon scannen eigentlich? Ich glaube, das kann man schon scannen. Hier ist übrigens ein erstes Ritterrätsel versteckt. Mach, scan mal. Haha. Hi, Diddle, Detective. I see you've begun pitting that mediocre mind of yours against my riddles. Hat er gerade Hi Diddle gesagt? Ja, Slenders. When you left me battered and demeaned in Arkham City. I am the Riddler, Batman. I don't suffer humiliation. I pay it back. So solve my riddles if you can. They'll be very important later. Oh yeah, very important later. Riddly diddle. Riddle me this, riddle me that. Who is afraid of a big... Wie war's nochmal? Fucking bat. Big bad bat, genau. Ich bin Batman. Weißt du noch, hier Dingskirchen, hier Jim Carrey? Ja. Der sich dann beschwert hat, als er bei, wie ich sag mal,
hieß er nochmal, Kick-Ass 2 mitgespielt hat, weißt du noch? Da hat er doch Captain Baseball Bat, ich weiß nicht genau, nee, Quatsch, das war Max Payne 2 mitgespielt und da hat er sich doch nach dann beschwert, dass er dann gemeint hat, oh, das ist so brutal, der Film, das hätte ich nicht gemacht, wenn ich gewusst hätte, dass das so brutal ist. Das hatte aber, glaube ich, eher damit zu tun, weil der nachher dann wieder so ein Amoklauf gewesen ist. Wahrscheinlich. Und hier die Asservatenkammer. Sollen wir das wirklich nochmal zeigen oder sollen wir jetzt direkt in die nächste Mission gehen? Da liegt eine Riddler-Trophäe, insofern ja. Ja, aber an die kommen wir, glaube ich, noch nicht ran, oder? Können wir schlagen? Doch. Ah! Und ich habe dann Zeit hier rumgeeiert und gedacht, ah, wie kriege ich da ran? Und da muss man einfach nur das Glas einschlagen. Pff. Ja. Batman, warum hast du das gemacht? Ich muss die sammeln. Stimmt. Hier warum? Aber Weil ist so. Und wir ist so ein Fledermaus-Ding. Ist so ein Fledermaus-Ding. Und es sind ja nur, warte mal, 243. Aha! Das sind nur die, nicht nur die Riddles, sondern auch eher... Oh, das war tuntiger, als ich wollte. Das waren, dann musst du auch nicht auch hier, was war mal, Sachen zerstören und hier nochmal, hier, was war's denn? Oh, guck mal, die ganzen Easter Egg-Waffen. Ja, warte, musst du dann auch noch hier, Riddler-Opfer machen, ja. Das sieht ja dann alles ins Spiel. Hier, das sind die ganzen Waffen und Items aus vergangenen Arkham-Spielen. Wie heißt das? Dann mach mal die Kamera nicht so shaky, sondern guck mal. Oh, was haben wir denn da, Eike? Ego-Perspektive. Scarface. Mit Scarface interagieren. Der hatte eine tiefe Rolle in Arkham City, weißt du das noch? Ja. Don't ask me why, but the clown took a liking to these creepy things. Was man erfährt in den Arkham City Comics. Das hast genau. Du schon fünfmal erwähnt. Ja, ja, dass Joker mit Scarface so eine ist egal, guck leichte, das an. Ja, Freeze-Knarre. One freeze ray, used by Mr. Freeze, aka Victor Freeze. We had to stop playing with this after the commissioner caught us making ice cream. Freeze has kept quiet since leaving Arkham City. Wohl er nicht, denn ja, ich würde damit auch Eiscreme machen. Du würdest wahrscheinlich eher Leuten damit den Kopf einfrieren und dann zerspringen lassen. So, Frozy Crime! Ja, genau. Ups, ich habe aussehen gedrückt. Oh nein, warte, ich helfe dir. Oh, warte, du bist umgefallen, Klo. Schon wieder. Will jemand Eis? Oh, Bane-Scheiße. One stuffed bear in a canister of Titan formula. Ah. Owned by Bane, aka. Warum weiß man den Namen von Bane nicht? Weil er in ein Gefängnis in Mexiko oder Tijuana. In Tijuana aufgewachsen ist, weil sein Vater hat ja eine Strafe überlebt und ist gestorben, deswegen muss er weiter da machen. So sind die Regeln dort. Naja. Oh, cool. Mit denen er getötet wurde in der Zeichentrickserie. No known alias. It's one hell of a toy box. I'm glad no one's gonna play with it again. Hey, guck mal, Eike, da, die Peng-Knarre. Ja, ja, ja. Legendäre. Ja, mit der er dann ja getötet wurde in der Zeichentrickserie, nicht wahr? Ja. Ja. The Mad Hatter. One custom tailored top hat, worn by Jervis Tetch, aka the Mad Hatter. Mad Hatter. Tried to brainwash Batman in Arkham City. He got the Wonderland kicked out of him instead. I hated letting him go. This guy's too creepy to stay free. Ich habe so das Gefühl, wir werden ihn nochmal hier, wir werden noch wiedersehen, nicht wahr? Ja, ja, und wir werden ihn abknallen. Ja. Weißt du noch in Arkham City die Nummer da, wo wir ihn. Oh, Great White Shark. Ja, stimmt. Er ist in Assault on Arkham. Ja. Im Glas. Kopf gesprengt worden. Ach, stimmt, ja, ja, das war der Riesentyp, nicht wahr? Oder war das ein anderer? Nee, das war der Riesentyp mit dem falschen Gebiss. Der so quasi, die Albino-Version von Killer Croc. Dem ist der Kopf gesprengt worden. Ja, von den Halsbeinen. Ah, warte, jetzt sagen sie's. AKA the Great White Shark. White got himself sent to Arkham on an insanity plea. He lost a few things other than his mind while there. Made the new look work though, I gotta say. Nein, das ist nicht der Great White Shark aus Arkham Attack on Arkham. Der lebt noch. Ja.
ist quasi der Beißer in der Batman-Lore. Und ja, er ist sich noch das in... Das hatten wir schon. Er ist sich noch... Da die Sachen, die Sachen. Nein, nein, können wir später sagen. Er ist sich noch in Arkham City, das extra... Ah! Der in seinen Superkampf gelegt hat in Origins. Ach, die war eigentlich. Ja, halt's Maul! Die waren eigentlich ganz praktisch, die Elektroschock-Handschuhe, nicht wahr? Ja, die aber, hat dann Assault und Arkham abgelegt. Ja, aber dafür waren der Kampf. Da die Waffe in der Mitte, Batman. Mhm. Oh! To the Arkham City evidence. Nice to have some of Batman's gear in the evidence room. Obi doesn't ask for it back. Oh, ich denke schon. Die elektroklare Eike. Scheiße. Oh, Anarchy. Der, oh, das ist Anarchy. Der kommt ja in diesem Spiel, glaube ich, nicht vor, oder? Kopf rein. Anarchy, aka Lonnie Machen. I wasn't even a cop when this kid tried to hit Gotham. Machen. No one's seen him since. No one knows where they're keeping him. I guess the government don't like anarchists too much. Ich glaube, Anarchisten sind generell nicht sehr beliebt. So, ja. Ha, Anarchy. Der muss eigentlich wahrscheinlich auch einfach in neueren Batman-Figuren sein. The Ventriculist. Was heißt das noch? Ach, der Bauchredner. Ja, der. Ach, das stimmt, der Besitzer von Scarface. Mal weiter. What? Ah. Angucken. Ach, das muss. Ach, das ist der. Das ist die. Die neue Bauchredner. Das war doch immer so ein alter Küb, nicht wahr? Ja. Hat man auch in Asylum auch gesehen. Ach, okay, dann Talias Schwert. Oh, das wird jetzt dramatisch. Haltet euch fest. Talia. Press S to pay respect. Denn falls ihr es vergessen habt, sie ist ja leider in City gestorben. Ja. I'm sorry. Ah. Ist sie nicht? Ach du, Spoilersau. Mach das nochmal. One ceremonial sword owned by Talia Al Ghul. Miss Al Ghul was a wanted terrorist and an associate of her father, Ra's. But Joker got to her before we did. From what I hear, Batman put this blade to good work after she died. Stimmt, ja, der Wolf Hinterrücks. Oh, da ist sie, da ist er. Der Bastard. Oh, der Hinterrücks von Joker ja erschossen dann. Oh. Ja, da. Oh, wie immer es ausspricht. Riech, Alkohol. Black Mask worn by Black Mask, aka Roman Sionis. Sionis never really recovered from the night of the Black Gate riots. The night Joker showed up. Ja, der Arsch für Origins. Joker? Ja. Well, I'm not sure what he. Und dabei war es gar nicht Black Mask, nicht wahr? Oh, nein. Spoiler. Oh, und Harley Quinn, der Fanliebling. Was ist ihre Spezialfähigkeit? Fanservice. One laughing gas grenade, one snare trap and one baseball bat. All used by Dr. Harleen Quinzel, aka Harley Quinn, during a recent assault on the Bloodhaven police station. From what we gather, Scarecrow sent Harley to break out poison ivy from the DLC? Ja. Na, wieder ein Anspiel auf den DLC. Ja, den kann man, glaube ich, aber erst spielen, wenn man die Hauptstory durch hat. So, jetzt nochmal auf die andere Seite hier. Dann sind wir Ra's al Ghul. Ra's, wie es auf wie es die Engländer aussprechen. Ja, wie denn jetzt? Natürlich nicht. Ja. Ah, da ist Killer Crocky. Killer Crocs Schockhalsband, ne? AKA Jones Whalen. Whalen Jones. Whalen Jones. Worn by Killer Croc, aka Whalen Jones. We found this thing in the sewers under Arkham City. And that ain't good, because it was supposed to keep that bastard under control. Ja, ich kann aber so viel verraten. Oh, da ist sie. Ja, kann mir so viel verraten. Da sind die Waffen. Und ich werde mal so, kann mir so viel verraten. Killer Croc werden wir nicht in der Kaisation hier treffen. So. Nein. One rifle and two wrist-mounted guns used by Floyd Lawton, a.k.a. Deadshot. Another guy we had to let go after Arkham City got shut down. Still, that doesn't mean he got his toys back. Naja, dass er die Stauauk nicht mehr hat. Ich glaube, die kann er sich besorgen. Geht da einfach wie ein nächstes Darknet.
Er ist ja für ihn spezial angefertigt. Ja, stimmt. Und da hat er noch seine komische Spezialknarre, nicht wahr? Also seine Handschuhe. Kannst du das aufhauen? Ja, kann ich. Mach mal. Hol die Waffe. Also. Yeah. Weißt du was? Ich habe erst viel später, als man auf die ersten Generatoren trifft, dran gedacht, die zu holen. Und die ganze Zeit rumgehen, wie komme ich da ran? Oh, ich kann ja gar kein Sprengding hier benutzen. Oh, ich muss einfach einschlagen. Kannst du den anderen Scheiß auch klauen? Nee, da ist, wie man sehen kann, ja so ein Gitter davor. Nee, zählt nicht. Kann das man. Das ist faustresistent. Schade, kann man nicht mitnehmen. Wir können sich hier so aus. Das wäre cool eigentlich, nicht wahr? Wenn wir uns hier so ausstatten könnten mit den ganzen Waffen. Und am Ende hätten wir hier einen Batman mit einem Harley Quinn. Baseballschläger über der Schulter und Mr. Freeze und Mr. Freeze Knarre und hier wie heißt das hier? Bat-Hatter-Maske Hut und was ist das? Joker-Gebiss. Und ein Teddybär. Und den Teddybär unter dem Arm. Genau, Teddybär auf der Schulter. Ja, genau. Und hier noch vielleicht noch mal die Batman, Quatsch, Driving die Joker-Knarre. Und natürlich hier noch die Knarre von Deadshot. Und du weißt schon, Deadshot, Drive-Buddy. Drive-Buddy, genau. Und natürlich noch hier die Dolche und das Ghoul. Die Schwerter von Ra's al Ghul. An den Seiten, genau. Na gut, gehen wir mal raus. Okay, aber ich glaube, wir müssen die Folge jetzt schon beenden. Denn wir sind schon bei über 20 Minuten. Da kommt übrigens noch mehr rein, glaube ich. I ain't stopping him. Ja. Man kann übrigens auch ein bisschen überfordert sein bei den ganzen Details hier in dem Spiel. Aber es hat auch einen Vorteil. Die Kamera nicht so shaky halten. Ein bisschen ruhiger. So, was hast du noch was zu erzählen? Oh, yo. Damn bureaucrats. We're on our own. We can handle it, Jim. What's the latest? We've got incidents cropping up all over the city. Cash, give us a rundown. All right, let's see. Oh, was haben wir denn da alles? First up, we've lost contact with the fire crew from Station 17. We've got their last known coordinates, but they're not going to survive out there on their own for long. Ah, die Feuerwehrmänner. Then there's this. It's a strange one. Body turned up. We didn't have long to look before the evacuation, but the forensics boys seemed freaked out. Real nasty. Könnte also, we've had several sein? Sightings of the Riddler creeping around the train yard. Knowing that guy, he's got to be up to no good. Look. I know you're busy, but anything you can do to help is going to save lives. Don't worry, Jim. I have someone working a lead on Scarecrow. I'll see what I can do. Good to hear. I've got a skeleton crew searching Gotham South and West. Das auch. I'm gonna join him when I'm done here. We're gonna find that son of a bitch. Aber das Voice Acting ist gut. Obwohl, ja. Die haben ja schon. Die machen das ja auch schon seit gefühlt 30 Jahren. Ja, vor allem der Batman-Sprecher hier, wie er, unser Kevin Conroy, der macht das auch schon 20 Jahre plus. Wie gesagt, der könnte einen prima Batman spielen. Ja, und hätten sie mal so in viel. Im Realfilm. Und ich sag mal so, hätten wir so viel Aufwand in die PC-Version gesteckt wie in alles andere hier, dann, ja. Aber wir mussten es ja outsourcen an irgendwelche, was war das nochmal? Irgendwelche indischen Verein. Irgendeinen indischen Verein, der es in 2-3 Wochen fertig machen sollte, oder wie war das? Er hat wirklich 2 Wochen. Genau. Kein Wunder, dass das schon. Missionsauswahl. Yeah. Jetzt können wir neben den ganzen Hauptmissionen-Geschichten dann jetzt auch die ganzen Nebensachen machen. Oh, Scarecrow. Was haben wir denn da alles? Ja, den habe ich synchronisiert. Ja, im Trailer. Das war gut. Könnt ihr nachsehen, eventuell. Warte mal. Hier. Leichen mit verbundenen Gesichtern, die aber raushängen. Hm. Das erinnert mich an Hush, Eike. Weißt du noch? Das ist auch Hush. Aus Arkham City. Ja. Yeah. Und der Riddler, der zu viel Geld und zu viel Freizeit hat. Ja. Und verschollene Feuerwehrmänner mit gefesselten Händen auf dem Rücken. Ja. Die überall über die Stadt verteilt sind, wir sehen über jedes einzelne Island. Megami, Blake und Founders. Ja. Das ist die. Die teilt sich auf. Wo gehen wir als erstes hin? Hm. Natürlich jetzt das sagen, das was am nächsten ist. Naja, die rettet die Feuerwehrmänner. Ja, genau. Meinst du? Oh. Ja. I'll find that missing fire crew. Good work. Oh ja, das ist Hank Cash. Aaron Cash, genau. Aus Aaron Cash. Aaron Cash. Aus Aaron bezahlen. Asylum, genau, ja. What's Rafferty's squad doing? Er ist aufgestiegen. Yep. Okay, also, wir sehen uns aber dann erst in der nächsten Folge, weil ich muss ins Bett. Ja, genau, wir machen wir später, nehmen wir später den Rest auf. Und, ja. Yep, poor bastard. Immer versuchen, ja. Batman gibt uns am Ende des Spiels ein Bier aus. Kommt, bezahlt er?
Mit der Bad-Credit-Card. Oh. Ich muss die Brille. Verängstigt. Oh, da hat einer, ja, stimmt, der Polizist hat ein bisschen Feuchtgas abbekommen. Ach ja, und übrigens, oh, Eike, guck mal, da ist der Creeper. Das ist übrigens der aus dem Intro. Ja, stimmt. Ach, ist der das, der rumgeschossen hat, genau, der die Leute erschossen hat. Ja. Ja. Der wurde anscheinend nicht von allen Leuten aufgefressen, sozusagen. Und schau mal hier, Eike, Jack Ryder. AKA The Creeper. Das ist natürlich keiner. Der Creeper? Ja, der ist auch ein böse Superheld. Das weiß man immer nicht. Muss man mal ein bisschen nachschlagen. Red mal mit ihm. Oder kannst du das nicht wieder? Nee, das dauert jetzt zu lange. Wir sind schon bei 25 Minuten. Okay, dann später. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge und reden mal mit unserem Sensationsreporter und so weiter. Also bis dann. Ciao.